Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play Castlevania Lords of Shadows mit mir, Nerestro. Wir setzen die Mission weiter fort. Wir sind in Kapitel 8, unter Kapitel Olrox, angekommen. The giant mechanisms and gears continue to turn, but Gabriel continues to foil them. He is now in the heart of evil. Darkness is all around, surrounding him from all sides. Here he will meet the brother of the one he destroyed in the village. His name is Olrox. The two brothers have been her greatest champions, yet I sense their reign of evil is ending here tonight. Olrox and his brother Brawner are traitors who took sides with the Queen when she became one of the Dark Lords. He has wreaked terror on the lands ever since. But now he will meet one who is greater, more powerful than he. One who will deliver a message without any mercy. Olrox, meet Gabriel Belmont and his vampire killer. Nice. Ja, wir werden jetzt also den anderen Boss treffen. Der letzte war, glaube ich, mit anderen Vampiren im Anschlag. Ich hoffe, hier wird das nicht so sein. You shall not pass through here. You shall not stand in my way. Whoa! My lady will be pleased after I bring her your head. Was? Nein! Wow, 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 wow. Okay, heilen wir uns mal ein bisschen. Und jetzt wird das wieder vorwerfen. Perfekter Zeitpunkt. Okay. Das erinnert mich so ein bisschen an, wie heißt der? The Glorious Executioner von League of Legends? Okay! Wow! Ich habe langsam keinen Mana mehr, das ist unschön. Das heißt, an dieser Stelle muss ich wieder mit dem Normal-Damage leben. Wäre natürlich cool, wenn wir die Waffen von ihm dann hinterher kriegen würden. Das hat was, wenn man Messer werfen konnte, die danach wieder zurückgehen. Ja, das ist schön, dass du das sagst, aber sie watcht anscheinend nicht über dich, weil sonst würdest du hier nicht gerade verrecken. Okay. Okay, und jetzt? Ja, dann mach doch mal. Ich sehe gerade noch nichts, das mich irgendwie dazu bringen sollte, zu glauben, dass du was gegen mich in der Hand hättest. Nein. Okay. Oh, du hast mich getroffen. Böser Herr. Okay. Dann einfach mal wieder regenerieren. Ja, wir müssen sie challengen, weil du bist nicht challenging. Nein, 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 nein. Du haust nicht ab. Nein. Oh, come on! My lady will be pleased after I bring her your head. Okay. Gleich wirst du dich natürlich wieder regenerieren, weil
Was könnte man ja auch schon anders machen? Au! Okay. Jetzt wirst du natürlich zum... Hoffentlich... Was? Schon wieder! Kann ich den wenigstens zerstören? Nice. So klappt das also. Ups. Okay. Ey, unschön. Okay, stirbst du jetzt langsam wieder mal oder... Warte. Ich muss 4 von diesen dämlichen Puppen zerstören? Oh. Okay, da haben wir eine weitere Puppe offen. Wo bist du? Da bist du, okay. Du lässt es natürlich offen, weil du bist nett. Dann können wir hier das Ding zerstören und dann... Okay. Ach, come on. So knapp war das doch gar nicht. Okay. Okay. Ey, 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 ey. So haben wir nicht gewettet. Ey. The Dark Lady watches over you. Okay. Jetzt ist die dritte Puppe dran. Gut, Mr. Olykius. Okay. Kann es sein, dass er mit jedem Mal mehr Leben regeneriert? Aber ansonsten ist sein Moveset sehr, sehr simpel. Insofern... Ei, 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 ei. Böser Herr. Aber er kriegt anscheinend einen weiteren Angriff jetzt dazu. Ja, ja, das habe ich mittlerweile mitgekriegt. Okay. Ab und zu sollten die vielleicht anfangen, überhaupt nichts mehr zu sagen, weil immer denselben Spruch, das ist auch irgendwie lächerlich. Okay, gut. Mach deine letzte Puppe auf. Die ist direkt daneben. Warum musst du dich teleportieren? Ernsthaft. Ja, ja, teleportier dich weg. Hey! Hey, warum? Warum konnte ich die komisch anwählen? Ja.
Okay. Okay. Oh, 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 oh. Ja, ich kann den Typen anwählen. Might be, dass es da Items gibt. Ja, nice, 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 nice. Was muss ich tippen? Nein, musst du solche dämlichen Tricks machen? Also erstmal den netten Herrn hier hätten wir gerne. Was kriegen wir denn von dir? Schattenmagiestein. Nice. Schriftrolle, das heißt, ja, Blutlenken. Okay, das ist auf der Seite. Auf dem Stein befindet sich eine kryptische Inschrift. Willst du öffnen den Pfad, der zur Fürstin dich lenkt? Fülle alle Welte mit dem Schlüssel, welcher eingeschenkt. Einem Schlüssel weder aus Holz noch aus Eisen, sondern aus etwas, das wir gewöhnlich verspeisen. Ja, wer hätte es gedacht, was es wohl ist? Aha. Ja. Ich glaube, das wird jetzt ziemlich nahe am Ende recht knapp werden. Nice. Das Rätsel war jetzt nicht allzu schwer, aber... Das war das Kapitel Olrocks. Insofern, man sieht sich. Bis zum nächsten Mal.